So, Mahlzeit mal wieder und willkommen zu einem weiteren Teil von Still Wakes the Deep. Ich hoffe, ich habe alles so weit vorbereitet, dass ich auch hörbar bin. Anscheinend läuft das Band. Klar läuft das Band. Ja, tut es. So, das Spiel macht richtig Spaß. Ich habe es ja, wie gesagt, schon einmal durchgespielt, aber man kann sich ja sowieso nie alles merken. Ich glaube, dieser Tauchkurs, den wir beim letzten Mal angefangen haben, der geht jetzt noch weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß, dass ich mir da die Finger abgebrochen habe. Finger abgebrochen. So, fertig. Und natürlich habe ich nicht meinen Spielemodus an. Scheiße. Habe ich nicht gesagt, das hat er nicht gesagt, nein, hat er nicht gesagt. Ich muss bestimmt irgendwas machen, gelange von den Pontos zur B-Säule, ja, genau. Und lass mich mal raten. Hallo? Hallo? Mir ist übrigens mal aufgefallen, die Musik, die ist schon relativ dramatisch, mit viel Celli und Bratschen und so. Connor. Connor. Is that you? Oh, Connor. Wow. Alter. Hölle! Scheiße! Oh. Ich habe mich gerade auf Ruhe eingestellt. Ich wollte mir das in Ruhe angucken. Ich muss drücken, klicken. Hilfe! Scheiße! Da, raus! Tür zu! Oh. Oh, ey, alter Einstieg nach Mars. So. Ich bin wach. So ist es ja nicht. Mann, ey. Fängt ja gut an. Heute übrigens mal ohne Brille. Zumindest versuchen erstmal. Fängt ja sehr gut an. Ich glaube, er ist noch da. Ich hab gerade gedacht, ich guck mal. Ach, weißt du was? Ich guck mal, ob ich sterben kann. Boah. Nee, ich guck doch nicht, ob ich sterben kann. Hi! Alter, läuft hier Öl runter oder was? Und da brennt es. Ja, ganz ehrlich, nichts wie ungut, aber das müsste ja eigentlich alles in die Luft fliegen, wenn es hier brennt und hier Öl ist. Oh, keine Quicktimes. Ja, das kennen wir ja schon. Alter! We've done it! Als wenn ich hier so einfach rauskomme. Ach du Scheiße, das ist Öl, ey. Und da brennt alles, das kann ja nicht wahr sein.
Irgendwas passiert auch noch. Wenn er sich schon so lahmarschig bewegt, dann ist doch noch irgendwas. Ist da schon was drin in dem Korb? Monster oder sonst was? Ach, und hier hatte ich übrigens beim letzten Mal gedacht, hey, geschafft, Erik. Das ist so nach dem Motto, gehe nicht ins Licht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das extra so einfach gehalten wurde, dass man dieses Außerirdische gar nicht so richtig festmachen kann, was es eigentlich ist, woraus es ist, aber es pulsiert ja zwischendurch da. Es sieht aus wie Gewebestränge, die aber irgendwie so schlierig vom Öl sind. Es ist schon irre. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich bin da. Kann ich nochmal runterfahren? Nein. Hab gedacht, ich guck mal. Aber hell! Ach ne, das hat Lampen um sich rumgebaut oder was? Ja, dann. Auch hier kann ich nichts mehr. Nein, schade. Ich wäre nochmal gerne runtergefahren. Macht doch so komische Pumpgeräusche, also. Das ist mir alles nicht so ganz geheuer. So, und jetzt versuche ich gerade zu überlegen, was kommt denn noch? Natürlich klettere die B-Säule hinauf. Ich dachte, das wäre sie gerade gewesen. Fucking Storm, that's cold. Jesus. Oh, okay, machen wir uns erstmal warm. Hä? 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 Kein Ofen? Keine Lampe. Muss doch irgendwo ein Ofen sein hier. Da! Ofen! Christ. I need to get out of this fucking place. I need to get him. Thank Christ. I need to get him. Ach. Lassen wir ihm noch ein bisschen die Hände wärmen. Kann ich hier mein alkoholfreies Weizen weiter einschützen? Schützen, verletzen. Hier ist auch nichts. Ich brauche auch nichts. Ne? Ich habe ja alles. Taschenlampe habe ich. Knarren gibt es ja anscheinend sowieso nicht. Ah, okay. Ah, ich soll nach Roy gucken. Wo mache ich das denn? Ah, Telefon. Telefon. Roy. Sorry, pal. I've been out of the shop since I last seen you. What happened with the chopper? A cunt tried to go without us, but well, didn't work out well for him or the bird. Aye, I saw Finlay. We had to get the Jennies on. And Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of the things, but I thought... Ah, fuck, I don't know what I thought. But whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. It's just me being clumsy. I'll give him a shot, I'll be right, it's rain. Do you need me to come and get you? Oh, no, I can do it. You saw this rig out. And the way to get us home. See you girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She
Cass? Aye. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on the way now. You be on yours. I'm praying for you, mate. Remember, Jesus loves you, Cass. Everyone else thinks you're gone. All right, pal. Afters. Ich habe da schon gedacht, wenn der Roy schon anfängt zu erzählen, von wegen, deine Mädchen brauchen dich, bla bla bla. Das klingt schon so nach so einem finalen Abschluss. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier explodiert ist, nicht wahr? Und warum die Sirene noch funktioniert. Okay. Neuer Auftrag. Bitten wir? Hallo? Hallo? Anyone there? Listen, I don't have long. I left away with my mum. I had to get to... She's hurrying, babe. I'm going up my heat. Sus! Is that you? Oh, Jesus! This one's trying to give me a kicking and all. Going to be a wee boxer, eh? Aye, you wish. I wish I could see you. You're beautiful like that. Aye? Well, I feel like an elephant. Chris, what is this? Sus! Also, was haben wir bis jetzt aus der ganzen Scheiße gelernt? Diese Viecher oder dieses Dingen, was immer das aus dem Deep ist, spielt anscheinend mit unseren Emotionen und da anscheinend auch nur so mit den, naja, mit den Traurigen, mit den Depressiven. Denn also alle sagen ja irgendwie entweder, was weiß ich, habe ich nicht verdient und meldet das und sagt meiner Frau Bescheid. Also... Und ich glaube, so langsam kriegt das auch Einfluss auf mich, alias Cass, dass ich also jetzt schon quasi Halluzinationen habe, ne? Wäre jetzt mal so meine Vermutung. Das Wetter ist auch nicht wirklich besser geworden. Überhaupt nicht wirklich besser geworden. Wo Lampen sind, ist eigentlich immer gut. Oh, wer schreit denn hier so? Alter Schwede! Alter Schwede, ist aber einiges im Argen. Komme ich da oben mal rein? War ich da schon drin? Oh. Die Musik wird schon wieder so dramatisch. Nein, komme ich nicht. Sehr stimmig das Spiel. Sehr stimmig. Einfach klasse. Boah. Und absolut gruselig. Also. That's oil dripping and everything. One spark. Fuck. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Ich kann noch nicht Crouch, Knie. Sus! Jesus Christ, what the fuck is happening to me? Das, was ich sage, das beeinflusst unsere Emotionen anscheinend. Und zwar massivst. Ich trau mich gar nicht. Weil ich noch weiß ungefähr, was kommt. Habe ich das schon gesagt? Oh, da ist gelb. Gelb ist immer das, wo ich hin muss. Trotzdem möchte ich mir das nochmal angucken. Einfach, weil es unglaublich toll ist. Also das ist bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, eins der... schönsten Spiele.
Das ist diese Gasfackel, die ist um die Ohren geflogen, ne? Die haben ja immer so eine Gasfackel, wenn die Öl produzieren, entsteht ja meist, oder ist ja Erdgas mit drin. Und das wird dann abgefackelt während der Produktion, also während das Öl gefördert wird. Guck mal, so viel weiß ich auch noch. Weil ich muss hier hoch, was? Over here. Brody. Oh, ich schaff was! Brody. Yay! Fucking hell, how you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's not doing great with his insulin. No idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or... Rennick in Arsch. Everybody's deed are worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I kind of think the flare shouldn't be looking like that. No. The main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here. You know, maybe we should swap. You can't work the controls, Kaz. Otherwise, I, of course, I'd go myself. Christ. All right, all right. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Mal gut, Freunde zu haben. Ich bin hier so das Mädchen für alles. Kann das sein? Ich muss irgendwie jeden Scheiß machen. Brody, ich habe das Radio gefunden, aber kein Signal, kein verdammter Piep. Du weißt, was wir tun müssen? Das ist unser verdammtes Problem. F. Was soll das bedeuten, Brody? Kannst du das bitte erklären? Anscheinend nicht. Da bin ich gekommen, da muss ich wahrscheinlich da raus, nicht wahr? Ja, ja, ja. Nee. Hä? Muss ich nicht. Ich muss wieder da raus. Was hat er gesagt? Wo soll ich hin? Oh, 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 oh. Hey, hat gehalten. Endlich mal was Hochwertiges hier. Ich muss den anderen Daumen nehmen, der ist mir hier zu labberig. Das ist mal schon. Weil, soweit ich mich erinnere, muss ich wieder jump and run. Auch. Unter anderem. Ah, okay. Ah, ja, ja. Oh, ich liebe es, ey. Da wieder durchquetschen. Geht mal hier schon. Ah, Christ. Was war da unten? Einmal kurze Pause, die ihr natürlich wieder nicht mitkriegt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das Spiel noch geht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in einem Rutsch mache. Eieieiei. Ich muss bestimmt da runter, was? Hierher?
Er speichert. Das ist immer schlecht. Also bin ich schon am nächsten kritischen Punkt. Oh! Ja, da muss man erstmal lesen, was man machen muss, nicht wahr? Wer Bock hat, kann dir mal zählen, wie oft ich gestorben bin. Leite das Gas der Fackel um. Ja, ja, ist schon klar. Springen. Hab ich. Geschafft. Warte, ruf die Kinder an. Vergiss nicht, die Kinder anzurufen. Das ist das, was ich meinte. Die labern alle so einen komischen emotionalen Scheiß, ne? Also so besorgt und so. da. Ja, das klar, natürlich fahre ich damit runter. Immerhin kennt er mich noch. Gelange an der Dörr vorbei zum Gasumleitungsventil oder Gasumleitventil. Und wo? Da muss ich da hoch, ne? Ja, scheiße, ey. Wo muss ich hin? Hier? Sieht so aus. Das kommt bestimmt wieder Quicktime-Events, ey. Ich wusste es, ey. Ich wusste es. Komme ich nie hierher? Kann es sein, dass ich Spaß an dem Spiel habe? Nee, macht ihm nichts. Ich habe gerade gedacht, Alter, wenn der daher geht, kann ich ihn vielleicht mal verbrennen. Aber anscheinend ist der feuerresistent oder was? Ja, ich aber nicht.
This looks like it. Kollege. Of course you can't, because I know that fucking lucky. No, it's not working. The gas is pulled back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the... Fuck. Can you hear me, Kaz? Yeah. Wave or something so I know you're receiving. Prick. Ich erinnere mich. Genau. Den hier. Die Fackel hatte ich ja, der hat er mir ja schon gegeben, ne? Ja, ja, ja. Was ist das denn? Flickert was. Naja, das darf. Ach, da muss ich, da, guck mal, da haben wir ja schon wieder unser... Schnupp. Ja, ja, ja. Jesus, you're fucking joking me. Links! Ich hätte links gemusst. Das Schöne ist ja, man kann ja mit der Maustaste, also mit der Scrolltaste. Jesus, you're fucking joking me. Ich habe das beim letzten Mal sogar beim ersten Mal geschafft. Heute nicht. Zu früh gesprungen? Wahrscheinlich zu früh gesprungen, ne? Ich gucke mich auch nicht mehr um. Entzünde die Fackel. Shit. I'm doing this. Shit. Oh. Ach du Scheiße. Was hast du getan? Okay, zurück. Ja, ich lauf doch, du Assi. Can you hear me, Cash?
War ich zu langsam oder was? Boom! Ja, super, schon wieder tot. Here's pieces. Oh, I'm sorry, love. I'm not being difficult. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. Would they let it go? Okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man? You are shitting me, McCready. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger bars than you have? Look at this kid. In your name. You got Berlin. You need to take it away. Suze, come on! No, no, you shut it, McCleary! You sit your arse down and you just listen to me! How can we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why! And I will not let you drag those girls down. Sort this! Whatever you have to do, I don't care! You sort this or I will leave you, you understand? Suze, look, I'm really sorry. Have just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, eh? That might make a nice change for you. Also ich weiß ja nicht, was ich für ein Früchtchen bin, aber ich meine das. Why do you have to... Ah, Suze. Jesus Christ. Oh, fuck! Wo bin ich, ey? Was ist hier los? Unten, da war ich doch schon mal am Anfang. Also mal ganz ehrlich, dass sie jetzt so ein Trara macht, weil ich da den Typen weggeprügelt habe. Ich meine, klar ist das nicht schön. Wahrscheinlich war Alkohol im Spiel und wahrscheinlich hat er meine Frau ziemlich blöde angemacht. Oder über meine Frau. Und je nach Level oder Motto kann man da doch schon mal ausrasten, ne? Ist ja letztendlich ein Zeichen. Humpelig oder was? Ja, sieht so aus, ne? Ich kann auch nicht rennen. Na, greifen, klettern, was weiß ich was? Nix. Ah, ich kann wieder rennen. Bin wieder gesund. Hölle, das sieht einfach so geil aus. Ey. Das sieht einfach alles so. Ich glaube, ich muss hierher. Bitten wir, das geht nicht auf. Und ich höre meine Frau, Ex. Nicht Ex-Frau, Quatsch, die ist ja noch nicht bei mir. Hörst du doch. Und da ist jede Menge davon da. Wir haben noch haufenweise davon hinten im Haus. Ich renne mal einfach durch, weil ich glaube, ich muss hierher. Sonst hätte er schon gemeckert. Nein, nein. Doch, doch, ich erinnere mich. Ja, 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 das war wieder so eine Quicktime-Scheiße. Ich habe nur vergessen, was ich wo machen muss. Was war denn hier nochmal? Ach ja, da oben. Greifen, springen. Ich wusste es. Schwein gehabt, Erik. Oh, ich hab mir echt was behalten, ey. Ah, mach. So ein Maschinendeck. Ich hab auch keine Ahnung mehr, was ich noch machen muss. Ich hab jetzt, Fackel ist ja an. Maschinendeck.
Verlasse Maschinenweg nach oben, um zum Wohnbereich zu gelangen. Na, sicher das. Zange. Brauche ich auch nicht anscheinend. Spiel ist aber nur geil. Ist einfach nur klasse. Wenn man was sieht. Finlay. Ach, Finlay. Ich komme nicht durch. Der Maschinenweg ist voller Öl. Können das schaffen? Ich gebe nicht auf. Wir finden einen Weg hinaus. Euren Kess verloren. Hä? Kann du mal heißen, Brody. Ich bin doch da. Ach, Finlay war das Weib, ne? Das Weibchen da. Das erste Mal, dass ich das nutze, übrigens, diese Funktion. Steigt das Wasser oder was? Da ist Finlay. Finlay. Jesus Christ. Cleary, how the fuck are you not dead? I thought I was. You fit to help? Christ, can anything help? Aye, if we can cut ourselves loose and quick like, we'll buy us time, maybe enough. Do we even know if anyone's coming? We've been off radio for hours, so aye, I should hope so. Finlay, good, let's get us. I thought... Aye, he's a walking, greeting miracle. Are we doing this or no? Aye. We float the rig. I'll dive down, release the tension cables. Hopefully we balance out, maybe end up higher in the water. I'll need you both at marine control. It's Roy. Hello, can anyone hear me? I'm stuck up. It's a fucking hotel on the accommodation roof. I don't know how long I can last without insulin. He's up on the roof. I have to get him. No. Is anybody out there? You have to get to marine control with Finlay. Please. It's a two-man job and we don't have much time. You think Roy does? Can't I just leave him? I promised I'd get him home. Ah, let him go. Fine. If you want to go, go. But this place is filling up with gas and oil from the drill to the derrick. God knows where else it's leaking to. I can't recommend it. I know, Brody. But I'm going. I have to. Engineering's your only path up there, and it's flooded, so you'll have to swim. It's a long way. Land each step. And if you're underwater, stay calm. Oh, aye, that's exactly how that'll go. Enough! You both know what you're doing, so let's go. There you are, Brody. Roger, nerve, all right, McCleary? I'm coming, Roy. I'll finish. Bah! Wo muss ich hin? Da. Okay. Oh, oh, oh. Geht schon los. Exit. Exit ist immer gut. Hier konnte man irgendwie greifen, ne? Ja, scheiße. Kann. Jetzt macht das doch, oder was? Ich konnte nicht sprinten. Ich konnte machen. Ich habe gedrückt wie bescheuert. Entschuldigung. Also, das ist doch schon mal kacke. Was soll das denn jetzt schon wieder? Finde ich schon mal scheiße. Ich habe gesprintet. Ja, versuchen wir es nochmal. Tauchkurs die zweite.
Ah, okay. Was ist denn jetzt schon wieder, ey? Bin ich nicht weit genug, oder was? Oh. Aber jetzt eine scheiß Spielmechanik, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. War ich beim letzten Mal auch nicht so glücklich mit. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss. Und wo bin ich denn gekommen? Wo bin ich denn hier runter? Da bin ich raus, ne? Wo bin ich denn hier rein? Ja, ich bin doch... Von hier bin ich doch gekommen! Ja, sicher bin ich von hier gekommen. Also, nochmal, weil es jetzt so einen Spaß macht. Ach, da muss ich weiter, ey. Ich dachte, von da wäre ich gekommen. Moment. So. Geht's hier wohl weiter, was? Oh, oh, oh. Geht's aber schnell weiter. Ach du Scheiße. Na, guck mal. Das ist ja schon mal fast... Stressfrei. Stressfrei gewesen. Ich sehe schon, ich wackel schon wieder mit dem Kopf mit. Ach nee, nee. Okay. Hier geht's weiter. Gehe ich nicht raus. Nein. Festhalten. Wo soll ich mich festhalten? Ach, das war das. Ah, okay. Ich denke gerade, was wieder den von mir. Mir schwart nichts Gutes. Leaks of oil in here. There must be a leak somewhere. Fuck. That's all we need. Ja klar, und da springe ich jetzt rein, oder was? Anscheinend. Folge dem weißen Kaninchen. Was ist los? Und auf zum nächsten Tauchkurs. Fuck. Ich kotze im Strahl, ey. Wenn man hier noch wüsste, wo man hin muss, ey. Oh, hoch, Luft. Alter.
Ich hatte die rechte Maustaste schon die ganze Zeit aus Prinzip gedrückt. Ich hab... Oh, ich dreh durch, ey. Ich hab vergessen, was ich machen muss. Durchquere das überflutete Maschinendeck. Ja, da bin ich doch gerade bei, du Katze. Muss ich dran springen, was? Bloß keine Monster. Ich habe keinen Bock mehr auf Monster. Aber natürlich werden noch Dutzende kommen. So, klettern. Greifen, greifen. Ich habe gegriffen. Ihr seid scheiße. Ich habe gedrückt. Ey. Ich habe manchmal das Gefühl, die wollen, dass man beim ersten Mal es nicht schafft. Ich habe gedrückt. Was ist denn jetzt? Ich lebe noch? Alter! Ich glaube, ich durfte da gar nicht. Ich musste abstürzen. Boah, ihr seid... Schweine! Ja, ja. Machen wir wieder einen Ofen an. Nee, nimm keinen. Well, enough waiting around. Ich erinnere mich an Scheußlichkeiten. Telefon. Birthday, that's not for months. Zeus, he's gonna win. Es spielt mit unseren Emotionen, was ich schon tausendmal gesagt habe. So, wir wollten doch Roy finden, ne? Was ist hier? Ich gedacht, ich habe das Telefon immer gehört. Boah, Alter, hier ist ja alles im Arsch. Alles! Hölle! Was habe ich gemacht? Muss ich hier hin? Es sieht so aus. Dann muss ich doch erstmal gucken, was da hinten war. Das ist ja der eigentliche Durchgang zu Roy, oder nicht? Zur Kantine. Ja, da ist das Zeug überall. Hier bin ich vorhin noch durch. Ja, klasse. Ah, ah, ah. Cass.
Na dann machen wir mal zu hier, ne? Also war ich doch schon richtig. Dann gehen wir da doch wieder hin. Weil es ja so schön ist und gemütlich mit diesem Somewhere over the rainbow. Ich erinnere mich. Es war eine Riesenscheiße. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht mehr wo und wie. Ach, da oben. Dass der immer die Taschenlampe ausmacht nach dem neuen Level oder beim neuen Level. Es kommt gleich Lauf, Forest, Lauf. Spiele schon ziemlich ein Nervenkrieg. Ja, oh, Jesus. Fucking poor bastard. Was, wer? Da! Der arme Kerl, ja, wer immer das war. Also. Bless you, man. Rest in peace. Hier breche ich doch gleich irgendwo durch. Boah, ich kann schon gar nichts mehr sagen. Wer ist denn das? Rennick oder wer? Muss ja, ne? Alter, der sieht aber nicht lecker aus. Dafür sieht das Brot noch gut aus, da kriegt man ja Hunger. Bisschen oder auch nicht. War der nicht vorhin auch in den Wänden, der Assi? Boah, ich muss mich aber stärken, tut mir leid. Da bin ich gerade hoch, ne? Ja, muss ich wohl hier lang. Da, ich breche noch irgendwann durch, das weiß ich. Wäre ja vollkommen verwunderlich, wenn das nicht passieren würde in so einem Spiel. Boah, ey, da ist der Nächste. Oh, ey. Shit. What the hell? How did they get like that? Christ, the trolls do this. Oh, ich kann mich verstecken. Ist das nicht schön? Roof access. But I'm so close. Ja, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hier, hä? Wo sind's denn hier, hä? Oh,
Ob das gut war, weiß ich nicht. Kommt er hier rein? Wo ist er? Oh, ey. Ich drehe durch. Hier, Bier. Hätte ich gerne eins. Ja, ich muss hier hin. Das geht nicht. Problem ist, das Viech ist ja jetzt da. Bleib unten, ey. Scheiße. Jesus. Muss ich da hoch? Muss ich. Immerhin kann ich klettern. Rinnick! Fuck! Genau, fuck! Alter! Oh, was haben sie dem denn gemacht, ey? Da ist ja das ganze Gehirn weggelutscht. So, wenn das jemand rauskriegt, das Zitat, dann dürft das behalten. Das ganze Gehirn weggelutscht. Hier sieht es ja mal so ein bisschen ruhiger aus gerade, ne? Aber das ist natürlich auch das... Ja, war klar, dass wir nochmal tauchen mussten. Macht hier so einen Spaß. Was nehmen? Nehmen? Roy Sensenmann ist hier. Ah, ich habe das Insulin. Ah. Tut mir leid, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss los. Hölle! Hölle, Hölle, Hölle. Geil. Ja. That must be it. Thank Christ. Roy! Ich glaube, hier ist er. Roy, talk to me back, man. Come on, come on. Roy! Roy, wake up, you prick! Please wake up. Wake up, come on! Don't leave me. Roy, don't leave me. I can't do this, man. I'm scared, Roy. I'm fucking terrified. What am I going to tell Susan? I mean, she's going to fucking kill me, man.
loved you, big man. She really loved you. So did my girls. Wait, what am I going to tell her? Oh, sorry. Her Uncle Roy's not coming home. Aye, I know. Me and Holly. I love this big man, do you hear me? I loved him. Muss ich ehrlich sagen, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, die hat mich richtig mitgenommen, weil ich doch gehofft habe, aber naja. Brody? Who is this? Finley, Kaz. Finley. You got to Roy. Good. Look, Kaz, the wall's up to admin, so I couldn't get to Marine Control. I need to try and get there from where you are, all right? Jesus. Aye. That English bastard better come and off. You can't stay in that hut forever, no. Kaz, you still there? When you're not shouting, I start to worry, like. Is Roy making a fuss? Put him on. I'll get him to help. Guys. Fuck, what's going on? No, he's not coming. Guys. Did he not make it? No, it's too late. Oh, fuck. I'm sorry, Kaz. No. Roll off the big man, eh? I let him down. He was relying on me. No, no. No, you did everything you could. You went back for him. None of this is your fault. It's not anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but we need your help here. We're all fucking good down otherwise. Aye. I want half this fucking wreck. Good. Then you need to find a way across the deck. Get to Marine Control Room. Call me when you get there, and I'll talk you through it. All right? Right. Ich habe sogar echt überlegt in der Spielmechanik, ich bin jetzt glaube ich auch mindestens einmal gestorben. Ich habe sogar echt überlegt, was wäre, gibt es diese Relativitäts- oder diese relative Chance, wenn ich also in einem Ruck durchkomme, dass ich Roy retten kann? Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht. Also hätte mich gewundert, fragt man sich, weil ganz ehrlich, also das hat mich schon etwas, ja doch. Schade, war doch ein feiner Kerl anscheinend, auch wenn es halt ein Engländer war. Ja, gut, wir sollen zum Leitstand. Der da ist. Ach, da sind so Blubberblasen. Es ist ja immer ganz schön, wenn also gelb, ne, blättert. Da bin ich mal nicht richtig. Ah, jetzt. Was halten wir? Eieieiei. Ach, wir sind wieder bei der Fackel. Ach herrje. Ja, da wissen wir, was wir zu tun haben. Oh, for fuck's sake. Gut, dass ich geboxt habe, was? Steady. Ah. Man muss hier echt gucken, wo man ist, ey. Christ. Was soll ich denn jetzt hier machen?
da, balancieren, okay. Ich dachte gerade, ich soll da rüber springen oder was ist? Finger sind an die Position. Ja, so richtig. Leck mich. Ich würde im Strahl kotzen. Ey, wenn ich auf so einem Ding wäre, ich würde im Strahl kotzen. Ich kann mich auch nicht mal zurück umblicken. Hallo, 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 hallo. Oh, oh, oh. Das sieht so nach Finale aus. So alle Skills noch einmal. Fuck, fuck, fuck! Scheiße. Die man so drauf hat. Anwenden müssen. So. Ich kann nicht rennen, warum auch immer. Mich noch mal um. Ich sag ja, ich war mal so ein bisschen erinnert an Cloverfield, an Industria, an viele Spiele, aber ganz ehrlich, muss ich hier runter? Muss ich. Ohne große Verletzungen. Flackert schon wieder. Jesus, fuck. Rope. Ach du Scheiße, Roper. Den haben wir ganz am Anfang mal getroffen, Roper. Moment mal eben. So, ich wollte mit Finlay telefonieren. Roper, arme Sau, ey. I'm at Marine Control. I'm not alone. Fuck! Is it that bastard, Henrik? No, no. Jesus. It's Roper. He's all messed up. Cass, listen to me, alright? Listen. Alright. We need to keep it together. Alright, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find the ballast operations panel. There'll be a switch there to put it into manual control. You flip that switch. Go do that, and then I'll talk you through the next part, alright? Aye, alright. I'll look for it. It's all right, pal. Here we go. I'll look after this now, all right? Ready. Yeah. Definitiv. Eieieiei. Roper, ich hoffe, du kannst dich noch etwas beherrschen. So, was muss ich tun? Hier war das, glaube ich. Ich erinnere. Das erinnere ich mir. Switches it, manual. Right. What's next? Now you flood the former pontoon, and I mean flood it to the fucking brim. Hold on a minute. The pontoons are already fucked full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. It's
The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he no down there? He'll be out of there by now. He's done his part. We just have to do ours, all right? All right. It's coming from me. I'm away. What was that? It's Roper. Never mind him. Flood the forward pontoon. Hang on. Ignoriere ihn einfach. Ey, ja. Tut mir leid, Roper. Ich kann mich gerade nicht um dich kümmern. Ach ja, je, ein Schalterrätsel. Was ist denn das? Christ, way above my pay grade, das. Mhm. Der einzige, der noch nicht grün war, nicht wahr? Kein Schalterrätsel. Alright, that's done. Now what? That's it. Come on, come on. Come on, what? It's moving. Did it work? Fucking aye. See, that's the hopeless after all, eh? Oh, thank Christ, finally. What now? Brody's got a plan. Meet us in Drill Ops as soon as you can. Okay, I'll meet you there. We're going to be all right, Cass. I fucking hope so. Hmm. Triff die mit Finne in der Bordsteuerung. Bordsteuerung. Roper, lass das. Scheiße. Da ist eine Tür. Das war ja klar, dass noch was passiert. Logisch, ne? Mal so eben ganz kurz hier. Thystal Teabags. Teebeutel. Rillops. Das ist ja die Bohrsteuerung. Das ist die Bohrsteuerung. Ich bin richtig, das war ja gar nicht so schwierig. Oh ja, war ein Ladezeichen. Ich mit Finley in der Bohrsteuerung. Das versuchen wir doch mal, ne? Süß. Fuck! Am I losing my mind? Gut, war klar. Drill Ops, das ist da Bohrsteuerung, ne? Lauf, Forrest, lauf! Nein! Was? Was denn jetzt? Ach, ich musste den Kurs halten irgendwie! Ja, ich greife doch. Ist das denn schon wieder? Keiner. Der Heilige Geist oder was, ey? Oh, ja, ja, ja. Finale. Oh. Finale. Oh. Hey, Licht. Shit. Schwimmen. 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 Licht. Ja, sicher, Alter. Ist klar, ey. Was ist denn jetzt? Ich habe nichts gemacht. Muss ich weiter schwimmen oder was?
Luft. Ja. Hilft ja nichts. Ach, unter Wasser ist die Welt so friedlich. Den Schreck trinken wir uns erstmal ein. Jesus. Wie gesagt, das Schöne ist, wenn ich mich nach David drehe, sehe ich alles im Fernseher. Den ich hier als Monitor eingerichtet habe. Von da bin ich gekommen. Oh, nach hier muss ich wohl gehen, was? Nein, hier. Nein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mag nicht mehr. Ey. Es ist, ich wollte gerade springen, ne? Weil ich gedacht habe, da sind Risse. Aber ich konnte wahrscheinlich nicht springen. Was ist jetzt? Oh! Ich sehe nicht mehr, wo ich hinschwimmen muss. Hoch! Ich will nur noch raus. Ey, verpiss dich, ey. Verpiss dich. Nein. Nein, Riddick. Hölle, Hölle, Hölle. Lass mich nicht sterben, ja du Assi, ey. Kann ich irgendwo Luft holen? Da, da, da. Oh. Will ob's ja Bohrleitstelle wahrscheinlich, genau. Oh, fuck. Rest in peace, you cunt. Endlich spricht er mal das aus, was ich sage. Die ganze Zeit schon! Ich muss hier raus! Bereich verlassen, sofort. Auf ein Rettungsschiff. Oh. Oh. 1,19, ist mir scheißegal, ich zieh das jetzt durch. Finley, thank fuck. Finley? What's going on? Who are you talking to? Kaz, you made it. Brody, Finley's just freaked out here. Listen, Kaz. There's no much time. There's oil and gas getting in here. Ach, yeah, yeah. When it fills, it will be headed right up the drill pipe. What are you on about? I'm still in the pontoons. I've only got a couple of minutes. I can't stop it. There is a time bomb now. You understand? One spark and... You need to find a way off. Just get back up here and we'll work it out, yeah? I can't do that. What? I can't get back up. No way.
I'm sorry. Wait, listen. You're on your own now. I'll come to you. All right? No, you won't. You need to get halfway to me. The leg's flooded and the gas. It's not possible. You got your dive gear? Aye, but so you can use that? It's oil, Kaz. There's nothing to be done. I didn't fucking see that. I knew the risk when I came down here. Fuck. Can he lose you as well? Listen, I'm all right, Kaz. I'm already back on Sky. You've never seen water like that, Kaz. Clear. Peaceful. You just let go and everything's fine. That sounds beautiful. You go one day. All right? No, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finley, you could do this, all right? I'm sure she wouldn't do something so stupid. Rory, you there? Kaz? What's stupid? Talk to me. It's getting higher. Worry, I'm here, Brody. I'm going to help you. All right, I'm here. Get him! Brody. Oh, fuck. Brody. Jesus. Now, Finley. Didn't it fucking matter? He's dead and you don't think that matters. He was always gonna die. Boy, them. Always. You see that? We'd be fucking about with a lakey and pontoons. I mean, I won't mail. Watching our pals turn into monsters. Never once. Never fucking once have we tried to do what needed to be done. Captain, alright, what do you mean? I'm ending this. Fucking hell. Finley. No. Come back. Finley! Ekliges Spiel, muss man ehrlich sagen. Es spielt also auch mit unseren Emotionen als. Ja! Nimm mir fucking Wayne! Come back, you're not thinking straight! Letztendlich hast du ja recht, ne? Wir haben ja nur versucht, unseren Arsch zu retten, aber daran zu denken, was passiert, wenn das ganze Zeug hier. Oh, mega! Ich liebe es wieder mal. Hallo. Kann ich nicht. Ja. Und ich fand Lazarett schon gut gemacht. Ist jetzt genau mein Ding, diese Spiele hintereinander mit beide, ne? Noch ein Spiel, das. Ich zeige jetzt weiter runter, guck mal. Ja, aber es ist wirklich, wir haben uns die ganze Zeit noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man das Viech bekämpfen sollte. Immer nur weggerannt und ich kann wieder nicht rennen. Boah, Hölle.
Jetzt kann ich wieder. Ah, okay. Jesus, Finley. Ach, scheiße, yo. Fucking hell. Guys, I'm here. Finley, I'm here. Guys. Who is it you hear? You mean? You were so missing. What is close? Who do I hear? It's my Christmas card. Me and my wife. I just want to get back to Finley. You're my boy. He was me, you know. Hear him now. It's Kate. I'm fucking Kate. He's singing. We're not seeing him again. Guys, there's got to be a ship coming. You said it yourself. Christ, guys. We don't want him coming. Oh, Jesus! I'm sorry, Father. I don't know what to do. We've got to face it, guys. What do you mean? We can't get back. We can't. But I can't. What? It's no going to stop me. I accept my theory. For once in your life, be brave. Be brave for them. You can't save yourself. But you can save them. Jesus, Finley. You want to leave it a chance? But it gets to the mainland. You know I'm right. I'm always fucking right. Oh, Christ. Christ. All right. Ja, es fing mit meinem Feuerzeug an, das wir ihr geschenkt haben, und schon kriegen wir es zurück. Allerdings nicht zu dem Zweck. ja, wie gesagt, das spielt mit der Animation, es sind so Halluzinogene anscheinend dabei. Und dann die Stimmen unserer Liebsten und die Vorwürfe unserer Liebsten hören lassen. Geh nicht in das Licht. Geh nicht in das Licht. Muss ich? Oh, ich kann noch mal. Na komm, Sus. Tell me something. Rennen geht sowieso nicht. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, oh, ich kann wieder gerade auslaufen. Ah. God almighty. Und gucken kann ich. Christ. Never had a chance. Tja, wenn man nicht mal weiß, was es ist. Öllebewesen oder was immer es sein. Sorry, Süß. So. Mark. So sorry. Jesse. Cheerio, Miss Sophie. You don't recognize me, do you? No, sorry, love. You know me. You could say that. It's been a long time, though, Kaz. Hold on. Susan Lafferty. Fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading about your face.
So lernen Schotten sich kennen, über Komplimente. Oh, the big man a drink. Jesus, Cass. Because I really want to be thinking about Roy right now. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCreary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Suki Jim. I do though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Did that van pop? Are you not so bad yourself, all things considered? Marry me. What? I'm serious. Marry me. And make beautiful wings. I want to spend my whole life with you. She's perfect. She looks just like you. Thank God for that. She's got your eyes, though. Könnte ich was zu sagen, aber tue ich nicht. I'm sorry, Kaz. I know you'd have wanted him to meet her. Nah, fuck him. Bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Cass. I'll never leave you, Susan. I'll be at your side forever. I'm always going to be here for this win. Promises are made to be broken. Ja, ich darf ja noch mal. Die guten Docs. So, das ist also Suze. Doch. Eine hübsche, nehmen wir. Divers. Hahaha. Aber links einen sehr interessanten Kunstgeschmack. Da hinten war was. Ich habe es genau gesehen. Da. Das bin ich mit dem schon. Ja gut, 70er, ne? Das waren die 70er. Königin da ganz rechts. Ja Gott, Sus. Nicht mein Typ. Aber sieht lieb aus. Sieht nett aus. Es ist vor allen Dingen, es sind ja, möchte man gerne wissen, von wem die Fotos sind. Ob die von einem von den Entwicklern sind oder wahrscheinlich eher von den Eltern, ne? Okay, Bilder von den Kindern. Ist das unten ein Fußballtor oder ist das ein Monster, das am Zaun steht? Schwer zu sagen. Oh, guck mal, gibt's. Ey. Ah, okay. Das ist das zweite Mädel. Da ist noch eins. Schwer zu sagen, welche Reihenfolge das jetzt ist, aber ich habe beim ersten Mal, das habe ich alles nicht gesehen, möchte ich jetzt mal ganz kurz erwähnen, weil ich beim ersten Mal direkt zur Tür gegangen bin und rausgerannt bin. Warum auch immer, weil ich gedacht habe, geht noch weiter, aber tut es nicht. Insofern nehmen wir uns jetzt mal die Muße und gucken uns das Ganze hier mal, ah, jetzt kann ich auch nicht mehr springen, an. Ja, gut, haben wir anscheinend. Wie gesagt, hier gibt es nichts mehr. Okay, dann verlassen wir. Here's the wings for me. Tell them I'll be back for Christmas. Sorry, Suze. Ooh, ja.
Hey, Cass. I'm sorry it's been so hard. Kriegt grad Gänsehaut. I just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big Gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather this. Just wanted to say that to you, Gaz. To keep you safe and close and make sure you know to come home with us. I love you, Cameron McCleary. Be safe out there on those waters. My man. My love. In guten wie in schlechten Zeiten. So heißt es. Das ist gälisch. Das natürlich keiner von uns verstehen kann. Es klingt nicht nach einem Sauflied. Also, mit all dem Horror und mit all dem Gerenne und Gehüpfe und Getauche und sonst was. Aber diese Base-Story, diese Root-Story. Schon schön. Also, vor allen Dingen, weil sie jetzt im Schluss anscheinend ihm wirklich auch dann vergibt. Ah, guck mal, da sind sie ja alle. Okay. Fast normal, genau, das ist Maggie McGuinness. Okay. Super Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Kann man nicht anders sagen. Also, na klar ist es mal irgendwann nervig, wenn man immer wieder dieselben Sachen machen muss, aber es ist immer noch besser, als wenn man irgendwann anfangen muss, 15.000 verschiedene Kombinationen zu benutzen, wo man dann drei Hände braucht. Insofern war das einfach toll. Also, wie gesagt, die Geschichte ist klasse, ein bisschen tragisch, logischerweise. Gut verpackt. Und das ist so ein typisch, ich war ja in Irland, mal 6 Wochen. So ein typisches Sehnsuchtslied. Und das macht es auch aus. Also, ich kann es nochmal sagen, tolles Spiel. Ich bereue es nicht, dass ich es jetzt ein zweites Mal gespielt habe. Ich werde es wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal spielen. Vielleicht versuche ich Roy zu retten, aber das wird wohl ziemlich unmöglich sein. Und insofern, tja, gut. Tolles Spiel, wie gesagt, jedes Mal gerne wieder. In diesem Sinne, ich bin etwas gerührt immer noch. Wie immer, danke fürs Zuschauen, spielt es selber. Und tschüss.